Hallo, lieber Milik. Hallo, lieber Franz. Schön, dass wir wieder über spannende Inhalte plaudern dürfen. Ja, vielen Dank, dass es wieder geklappt hat. Letztes Mal Philosophie, Religion und Kultivierungswege, heute mit Wissenschaft und Forschung. Wie willst du das aufziehen? Naja, zunächst sollten wir für uns beide jetzt in diesem Dialog, finde ich, unsere Begriffe definieren, was wir unter Wissenschaft und Forschung auch konkret verstehen. Weil da gibt es ja auch im öffentlichen Raum mittlerweile sehr unterschiedliche Sichtweisen. Also alles, was ein Akademiker, der sich beruflich mit einem bestimmten Wissenschaftsbereich beschäftigt, publiziert und von sich gibt, wird von manchen, insbesondere übereifrigen Journalisten, dann sofort nachgeschrieben und nachgeplappert, ohne Reflexion und vor allem auch ohne Überprüfung. Und das hat natürlich mit Wissenschaft nichts zu tun. Sorry, ich muss gleich an die NASA denken. Hast du das mit der Salami mitgekriegt? Da hat einer ein Foto von einer Salami reingestellt und gesagt, er hat einen neuen Planeten. Ja. Und die haben ganz das. Genau, das ist ein Musterbeispiel. Einfach richtig. Weitergegeben. Ja. Das ist großartig. Und die Steigerungsstufe war dann die Wursttheke. Also ich gesagt, jetzt haben wir das Sonnensystem komplett. Ja, gut, ja. aber man sieht natürlich, wie leicht sich die öffentlichen Medien heute manipulieren und beeindrucken lassen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir in vielen Bereichen, also insbesondere dort, wo es um Krankheitserreger geht, aber auch um Klima, dass wir es dort meistens nur mit Computersystemen und Computermodellen zu tun haben, also mit Simulationen, dann ist es leider Gottes eine traurige Wahrheit, dass wir über die tatsächlichen Zusammenhänge sehr wenig wissen, sondern wir interpolieren immer nur mit Hilfe unserer Algorithmen. Das ist etwas, was ja vor allem auch im Bereich der Kosmologie schon sehr oft kritisiert wurde. Also den Erfahrungsbereich, den haben wir Menschen überwiegend nur hier von der Erde. Ja, das heißt, wir können im Labor bestimmte Experimente durchführen, wir können bestimmte Gegenstände beschleunigen oder fallen lassen. Galileo Galilei übrigens hat angeblich die Kugeln und die Gegenstände gar nicht vom schiefen Turm von Pisa fallen lassen. Ja, das ist eine Legende, dass er da die Gravitationsgeschwindigkeit, die Erdbeschleunigung gemessen hat, sondern er hat das extrapoliert aus den Beobachtungen, wenn Gegenstände über eine schiefe Ebene rollen. Ja, so hat er das gemacht. Und das hat er dann exploriert, wie ist es dann im freien Fall, wenn ich mir die Reibung wegdenke. Ja. Und jetzt haben wir natürlich sozusagen viele verschiedene Ergebnisse. Man muss sich das vorstellen, ich habe eine X-Achse, eine Y-Achse und ich mache Punkte am Millimeterpapier. Mhm. Und je mehr Experimente ich jetzt ausführe, desto dichter wird meine Punktwolke. Und ich kann dann anhand dieser Form der Wolke möglicherweise eine mathematische Funktion erkennen. Ja? Und wenn ich dann mir eine mathematische Funktion zusammenbaue, das kann ich auch mit Algorithmen machen, ja, also die Minimierung der Abstandsquadrate zum Beispiel, da gibt es ja schon wunderbare Regressionsmethoden, dann komme ich eben auf einen mathematischen Formalzusammenhang. Und den kann ich aber, wenn ich als Wissenschaftler seriös bleiben will, nur innerhalb des empirisch gemessenen Bereichs verwenden, um mir das Experiment und die Suche eines konkreten Punkts zu ersparen. Dann kann ich sagen, ja, ich weiß, innerhalb dieses Bereichs, wo ich es ausprobiert habe und diese Funktion auch abgeleitet habe, da kann mir diese Funktion ein ähnliches Resultat liefern, wie wenn ich das Experiment ausführe. Ja. Aber dass ich genau diesen Zusammenhang, den ich in diesem kleinen Teilausschnitt der Wirklichkeit empirisch überprüft und gemessen habe, dann extrapoliere, zum Beispiel bis in die übernächste Galaxie oder quer durch den ganzen Kosmos, das ist, gelinde gesagt, schon unglaublich vermessen. Ja, also vermessen. Wie die Naturgesetze irgendwo anders aussehen, also wir wissen oder wir glauben zu wissen, dass es am Mond ungefähr nur ein Sechstel so große Schwerkraft gibt. Aber auch bei der Gravitation muss man ehrlich sagen, dass ja Newton, ja, und auch seine Nachfolger mit den mathematischen Formeln das immer nur beschrieben haben, aber nicht erklärt, wo sie herkommt, ja, und was da wirklich die Ursache ist,
Das sagt ja auch heute noch kein Physiker. Da gibt es allenfalls Vermutungen und Theorien dazu. Du hast da angefangen mit, dass wir den Dingen einen korrekten Namen geben oder so. Mit korrekt. Den Beispielen. Wissenschaft soll ja eigentlich Wissen schaffen. Nicht? Und damit müsste ein Wissenschaftler, wenn er in diesem Wortsinne lebt und handelt, eigentlich immer versuchen, neues Wissen zu entdecken und das dann zu archivieren und sozusagen den gesamten Wissensbestand der Menschheit zu vermehren im Zeitablauf. Das wäre die originäre Interpretation des Begriffs Wissenschaftler. Und ja. Ja, nein, ich frage mich. Ist das ähnlich oder hast du da eine andere Vorstellung vom? Oh, nein, nein, ich bin, weißt du, ich bin, also ja. Ich bin schon ein paar Schritte weiter, wo ich mich dann frage. Ja. Ja, und die Antwort ist eigentlich auch simpel klar auf meine Frage, wieso sind dann Wissenschaftler keine Wissenschaftler, sondern mutieren mit der Zeit zu Egos und Egozentriker und sind dann nicht mehr kritikfähig. Und weißt du, das ist wie der Archäologe von Ägypten, der nur noch die Pyramiden von Ägypten zulässt und alle hunderte oder sogar tausenden Pyramiden auf den anderen Teilen der Welt nicht akzeptiert, ja. Nur richtig. Damit er die Gelder vom Tourismus in Ägypten kassieren kann. Die machen ja 1 Milliarde. Da hast du schon einen wesentlichen Grund angesprochen. Genau, das ist wirklich alleine so dadurch, dass wir die Verwaltung von Fachbereichen, uns mal sozusagen, das heißt die Bewahrung eines Wissensbestands und die Weitergabe im Lehrbetrieb. Und da gibt es einen deutschen Psychotherapeuten, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, also ein absoluter schräger Vogel, deswegen hat er mir so gut gefallen. Das Buch habe ich auch empfohlen in meinen Wissensmanagement-Kursen in Linz, an der Uni Linz seinerzeit. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Kunst nicht zu lernen. Und der hat einen ganz offensichtlichen Widerspruch aufgezeigt zwischen Wissen bewahren, ein Wissenschaftler, der sozusagen der Bibliothekar ist, des schon bestehenden Wissens, und Neues entdecken und lernen wollen. Ja, und zwischen diesen beiden Interessensbereichen gibt es ein unglaubliches Spannungsfeld. Und insbesondere, wenn du einen Wissensbereich, sagen wir jetzt mal einen Berufsstand, ja, der sich ein bestimmtes Know-how erarbeitet hat, sagen wir zum Beispiel Hufschmied oder Sattler, ja, die haben ein unglaubliches spezielles Know-how aufgebaut über Jahrhunderte, haben sie in ihren Familien ja als Handwerker weitergegeben. Und dann kommt plötzlich eine Erfindung wie das Automobil und man braucht die Pferde nicht mehr. Mhm. Ja. Das heißt, die werden sicher nicht unterstützt haben, die Entwicklung der Kraftfahrzeuge. Das ist ja ganz logisch. Ja. Und so hast du es aber in jedem Wissensbereich. Dem Moment, wo du das als Berufsbild einfrierst und die verdienen ihr Geld damit, im Prinzip über Generationen hinweg immer dasselbe zu tun, ja, geht's nicht mehr. Und das ist etwas, was mir schon sehr früh, schon noch in der Schule ins Auge gefallen ist. Ich habe mir gedacht, warum haben die Unternehmen, auch die kleinen und die mittleren, warum haben die nicht verpflichtend bei allem, was sie produzieren und herstellen und tun, eine Forschungsabteilung, die die Produktionsweise permanent in Frage stellt und laufend weiterentwickelt? Ja, da gefällt mir sehr gut eine Idee um die Entwicklung, zum Beispiel um meine Software. Wenn eine Abteilung die Software rausgekriegt hat, dann ist die andere Abteilung bereits dran, das weiterzuentwickeln und abzulösen. Ganz genau, richtig. Gefällt mir sehr gut. Das war meine Idee mit der Raptoren-Arbeitsgruppe. Ja. Das heißt, ich habe mir das damals bei Microsoft Office gedacht und gedacht, wieso ist dieses Produkt über die Jahre hindurch immer umfangreicher, schwerfälliger und schlechter geworden? Ja, dabei gibt es ja Open Source Pakete mittlerweile, die fast genauso gut sind, ja, und ziemlich kompatibel inzwischen auch. Microsoft hätte doch eigentlich den Riesenvorteil, dass die den Quellcode des gesamten Produkts selber im Haus haben. Mhm. Und deswegen hätte ich mir gedacht, hätte ich ein Softwareunternehmen und ich hätte ein erfolgreiches Produkt am Markt, dann hätte ich also immer zwei Entwicklergruppen. Die einen, die das Bestehende pflegen und warten, und die anderen, die setze ich dann sozusagen als die Jäger, die Raptoren, ja, auf dieses Erfolgsprodukt. Mit dem mache ich eine Inhouse-Konkurrenz, aber nur die Funktionalität muss kompatibel sein
und für die Entwicklung nehme ich immer die neueste Programmiersprache, Entwicklungsumgebung, was es eben gerade gibt, das beste Werkzeug. Ja? Und wenn die dann Platzhirsch sind, ja, und die Melkkuh am Markt, dann dreht sich das Spiel um und die, die das alte Produkt vorher betreut haben, werden die Raptoren und müssen die wieder abschießen. Weißt du, du hast jetzt eigentlich zwei Begriffe definiert, die ein bisschen diametral sind. Und zwar sprichst du von Raptoren, was eigentlich ein Konkurrenzkampf inkludiert. Und hast du aber am Schluss hast du genau das Richtige gesagt, und zwar dreht sich das Spiel. Und das ist eben das Schöne, wenn du ein Spiel daraus machen kannst. Das war zum Beispiel bei Wettkämpfen oder zum Beispiel beim Fußball. Das ist nicht mehr das, was wir im Fernsehen sehen, meiner Meinung nach, weil ich habe auch Fußballprofi gespielt, und ich habe gespielt, weil ich richtig, richtig Spaß daran hatte. Und es gibt vereinzelt Fußballspieler wie ein Ronaldinho oder so, wo man ansieht, der hat wirklich Freude an dem, und da geht's nicht ums Geld oder Prestige oder was weiß ich. Und so ist es auch, wenn wir das in die Berufslandschaft reinkriegen, dass die Leute Spaß haben, ein Spiel daraus zu machen und halt eben eine Konkurrenz. Ich bin jetzt auch eine Firma am Aufbauen, und ich will mit meinen Freunden, Partnern und so weiter nicht von Konkurrenz sprechen, aber so, wie soll ich sagen, ein Spiel draus machen, wer zum Beispiel jetzt das beste Video macht oder so, und stetig vergleichen und verbessern und voneinander lernen. Und das ist es vor allem, ja, genau. Die Weitergabe des Wissens und Weitergabe von Wissen auf sinnvolle Art und Weise, das kannst du natürlich nicht erwarten, wenn die Konkurrenz dazu führt, dass der eine seinen Job verliert oder sein Einkommen gemindert wird. Und das hat wieder mit unserer absurden Tauschwirtschaft zu tun. Nicht, dass wir also über das Geldsystem uns in einem Nullsummenspiel gefangen halten, weshalb wir die Ehrlichkeit unterlassen. Jeder lügt den anderen an, ja, und versucht immer, das bessere Ende für sich zu haben. Aber weißt du, sorry, wenn ich hier reingrätsche, aber es ist nicht immer nur, es ist nicht immer nur das Geld und so weiter, sondern es gibt ganz viele verschiedene Ebenen, wo absolut ein Mangelgefühl aufgezeigt wird, eingetrichtert wird. Es gibt ein Buch, das nennt sich Die Prophezeiung der Celestine. Und dort geht es um, ich habe es einmal durchgehört, und es ist auch eine Weile her, aber im Grunde genommen geht es darum, wenn wir jetzt miteinander kommunizieren, du hast Energie, ich habe Energie. Und wenn wir miteinander reden, passiert ein Energietransfer. Und je mehr das jemand spricht, deshalb versuchen wir es hier auch gerecht aufgeteilt zu haben. Nein, nicht unbedingt der, der etwas Gescheites zu sagen hat, der hat was, und dann machen wir einen schönen Dialog draus. Aber es passiert ein Transfer, je länger das jemand spricht. Und deshalb kann man sich zum Beispiel sehr gut erklären, wieso Leute gerne auf einer Plattform stehen und mit heutigen Menschen sprechen. Ich sage immer, der Mensch, der will zwei Dinge. Der will Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und das ist in den anderen Räumen, weil wir es ja letztes Mal auch von verschiedenen Dimensionen und so weiter gesprochen haben und verschiedene Arten von Energien, die jetzt mit den Geräten, die wir jetzt haben, nicht messbar sind. Vielleicht andere schon, ich weiß nicht, die Russen oder so, die können Energien messen, die andere westliche Industrien nicht messen können, etc. Und trotzdem, es gibt noch viel, 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 viel mehr als das. Und wir spüren aber instinktiv diesen Mangel. Beziehungsweise wir sprechen uns das ein. Ich habe mir im Buch sagen lassen, dass diese Energie unerschöpflich ist und dass wir gar nicht in einen Mangel gehen müssen. Aber wir empfinden es als solches, weil es uns so durch die Medien und so weiter induziert wird, regelrecht. Und irgendwo in der Geschichte, wir wissen ja nicht, wie lange, wie wahr das die Geschichte ist, ob es jetzt nur 5000 Jahre von chinesischen Kultur, 2000 seit Jesus etc., manche sagen gerade mal 400 Jahre unsere Geschichte stimmen. Irgendwo ist ein Bruch passiert, denke ich mir, dass früher schon ein Füllegefühl da war in der Gesellschaft, und dann ist eine Macht gekommen, die das gekippt hat, und in der stecken wir jetzt drin, und gerade jetzt, denke ich, stecken wir an einem Scheideweg, wo dieses Wissen wieder freigegeben wird, beziehungsweise öffentlicher. Wir werden regelrecht vom System gezwungen, anders zu denken, weil es einfach nicht mehr weiter geht, so wie es jetzt gerade ist. Völlig richtig, ja. Na, es gibt ja diesen Spruch, im Volksmund, Not macht erfinderisch.
Nicht? Wenn man den ernst nimmt, dann müssen wir Not erzeugen, damit wir wieder den Erfindergeist aktivieren können. Ja? Es gibt einen anderen Spruch, der ein bisschen tragischer ist, der sagt, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Aber was sie gemeinsam haben, Krieg ist ja auch eine Notzeit. Ja, im Krieg sind ja auch die wenigsten gern, höchstens die Feldherren und die Generäle, die vom Kartenzimmer aus dirigieren und sich nie einer persönlichen Gefahr aussetzen. Die haben wahrscheinlich Spaß daran, wenn sie ihre kleinen Symbole auf der Karte bewegen. Ja, man sieht das auch, es ist alles immer wieder in Zyklen. Man kann alles in Zyklen anschauen und in Friedenszeiten holen sich die Menschen auf ihren Lorbeeren aus. Sie werden träge, sie werden müde, sie werden schwach. Und dann sind sie natürlich auch immer anfällig für die halt böswillig, eigensinnig unterwegs sind und ausnützerisch. Und dann kommt eine Revolte, dann gibt es wieder Krieg, da werden die Männer wieder hart gemacht und natürlich auch die Frauen, aber ich meine jetzt gerade physisch in den Krieg zu gehen und so weiter. Und dann fängt der Zyklus wieder von vorne an. Und ich hoffe nur, dass uns das erspart bleibt, weil wir haben gehört, wie es im Kriegen zu und her geht. Als gutherzige Menschen wünscht man sich das natürlich nicht. Und auf der anderen Seite weiß jeder Kultivierende, dass ein Diamant einerseits unter Druck geformt wird und auch das Schleifen eines Diamantes ist nicht schmerzlos. Da muss zuerst ein grober Schliff hin und dann Feinjustierungen und nur so. Ich meine, die Leute, die genießen heute Dinge, die sie nicht wissen, wie die hergestellt wurden, wie zum Beispiel Diamanten oder so. Dass die jetzt vor allem auch nicht, wie sie funktionieren. Mhm. Nicht? Also wir betätigen Schalter und Knöpfe, aber was unterhalb dieser Benutzeroberfläche wirklich vor sich geht, das versteht kaum noch jemand. Mhm. Und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen beabsichtigt ist. Denn würden wir die volle Funktionalität aller Dinge, die wir tagtäglich verwenden, wirklich durchschauen und verstehen, dann gäbe es wahrscheinlich eine unglaubliche Explosion an neuen Erfindungen und an Weiterentwicklungen. Und genau das ist wahrscheinlich nicht gewollt. Denn die meisten Industrien und Produktionsfirmen, die sind ja im Eigentum von einer kleinen Gruppe. Ja, also meistens sind es Familien, deren Vorfahren irgendwann einmal Erfinder waren oder Entdecker und die den Nobelpreis vielleicht sogar bekommen haben für eine bestimmte Substanz oder einen Wirkzusammenhang, den sie aufgedeckt haben. Und was man ihnen auch nicht verdenken kann, die haben dieses Wissen dann natürlich in ein Geschäftsmodell konvertiert, damit sie ihre Familie und ihre Nachkommen optimal finanziell versorgen konnten. Mhm. Aber genau ab diesem Moment war dann auch die Konkurrenz gefürchtet und negativ belegt. Mhm. Denn wenn du jetzt mit einem Produkt kommst, das ein eingestandenes Verfahren oder eine Maschine oder irgendetwas überflüssig macht, dann machst du dir damit natürlich Feinde. Mhm. Nicht? Also unvergesslich ist ja die Auseinandersetzung zwischen Thomas Alva Edison und Nikola Tesla. Und Nikola Tesla wird ja auch in weiten Bereichen heute großteils auch überschätzt. Also den Wechselstrom, den hat nicht er erfunden, das sind andere lange, lange Zeit vor ihm schon drauf gekommen. Er hat es dann eben auch unter dem Druck seiner Geldgeber in Patente formuliert und hat unglaublich viele Patente eingereicht, weil ihn jetzt auch seine Geldgeber dazu gezwungen haben. Die wollten das Ganze ja auch mit Gewinn vermarkten. Und zum Beispiel der Radioapparat, da streiten sich ja die Geister bis heute, ob den nicht Marconi erfunden hat und wie groß der Anteil von Tesla und Marconi jeweils war. Nicht? Und er musste seine Entdeckungen und Erfindungen auch den Geldgebern gegenüber dann immer ein bisschen geheim halten. Aber also dieser Warden Tower zum Beispiel, das hat er als Sendeanlage deklariert, den Geldgebern gegenüber, weil die waren interessiert, über weite Strecken immer die aktuellen Börsenkurse für meldend weiterleiten zu können, damit sie besser spekulieren können an der Börse. Und in Wirklichkeit wollte aber Tesla, wie wir wissen, direkt auch die Energie übertragen. Und dass seine Geldgeber da dahinter kamen, haben sie natürlich die Finanzierungen dann eingestellt und da haben sie in ihm dann eher den Feind und nicht mehr den Partner gesehen, weil genau die Banker, die ihn unterstützt haben,
die waren auch die wesentlichen Produzenten von Kupferdraht. Weißt du, nur um ihn ein bisschen, ich sage jetzt mal, in Schutz zu nehmen, also ohne Geldgeber hätte Nikola Tesla nichts machen können. Er hat kein Geld gehabt, er ist abhängig. In der heutigen Zeit ist das überall so. Ohne Geldgeber kannst du zwar wunderbar Bücher schreiben und theoretisieren, da machst du dir vielleicht dann auch schon Feinde, ja, und sorgst dafür, dass du dann erst recht keine Geldgeber kriegst. Aber wirklich etwas bewirken im Sinne von eine neue Lösung in die Welt zu bringen, geht heute ohne Geldgeber natürlich nicht. Das ist immer noch so, solange wir eben Geld als zentrales Lenkungswerkzeug in der Gesellschaft verwenden. Genau. Und das ist der Grund, wieso, dass ich, nur weil du gesagt hast, er wird überschätzt, ich denke eher, dass er gerade aus diesem Missstand unterschätzt wurde, weil er viel mehr hätte machen können. Ich kenne die Geschichte, dass, dass der Rockefeller zu ihm gegangen ist und gesagt hat, kann man einen Stromzähler hinstellen bei dieser freien Energie? Und dann hat Nikola Tesla gesagt, nein, das geht nicht. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das nicht. Ja, ich glaube, es war JP Morgan. Was? Oh. JP Morgan war das. Und JP Morgan, das war überhaupt ein Problem, weil der hatte nämlich eine Hautkrankheit auf der Nase. Ja. Und dessen Nase, die muss also wie eine leuchtende Glühbirne ausgesehen haben. Und das war also für Leute, die mit ihm zu tun hatten, dann immer sehr, sehr schwierig, da ernst zu bleiben, wenn sie den so gesehen haben, wie mit einer Faschingsmaske. Nur schnell, weil du gesagt hast, dass ich meine, das ist ja eine Ebene. Wenn wir es vergleichen mit dem vorgängigen Thema, was auf diese Welt gesteuert wird und so weiter. Und ich will nicht ins vorgängige Thema zurückgehen, aber um dort ein bisschen den Kreis zu lenken, wieso, dass das hier auf diesem Planeten so läuft, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass von noch weiter außer dirigiert wird, wie es auf diesem Planeten laufen soll. Weil, um jetzt ein bisschen nicht die Religion in Schutz zu nehmen oder so, und damit meine ich die richtige Religion. Und bei der Wissenschaft ist es zum Teil auch schwierig, wenn wir hier von Begrifflichkeiten sind. Was ist quasi die gute Religion und was ist die schlechte Religion? Weil Jesus, ich denke, die Kirche, die handelt nicht so, wie es Jesus sich gewünscht hätte. Und andererseits im Namen der Wissenschaft ist ja genau das Gleiche. Heute Wissenschaftler genannt werden, die keine sind und umgekehrt. Ich glaube, sowohl bei der Religion als auch in der Wissenschaft hat man eben sich dazu verleiten lassen, die zentrale Macht in den Mittelpunkt zu stellen. Und in Kombination damit natürlich auch wieder die Akkumulation von finanziellen Mitteln und von Vermögen. Nicht? Denn der Vatikan hat ja insbesondere Reichtümer angehäuft. Mhm. Und natürlich auch Wissen. Ja, in den Bibliotheken des Vatikans werden ja sehr viele Geheimnisse nach wie vor vermutet. Entdeckungen, teilweise auch archäologische Entdeckungen, die man der Öffentlichkeit und der Menschheit nicht zumutet. Wenn man sagt, ja, das verstehen die Menschen noch nicht und das würde wieder zu Konflikten führen, etc. Mag sein, aber auf der anderen Seite müssen wir auch uns als Spezies weiterentwickeln und auch Neues lernen können. Und das muss man uns dann sehr wohl zumuten können. Nicht? Und das ist natürlich ganz ähnlich wie in der Wissenschaft. Auch in der Wissenschaft gibt es eben die Dogmen, die dogmatischen Bereiche, wo neue Ideen stören und nicht entwickelt werden dürfen. Und dann friert das Wissen ein. Dann werden also diese sogenannten Wissensverwalter eigentlich nur noch zu Bewahrern, also zu Bibliothekaren und Archivaren. Und auch da führt es dazu, dass dann nichts Neues aufgenommen wird in diesen orthodoxen Kanon, ja, weil alles Neue, das vor allem das Alte in Frage stellen könnte, als Gefahr betrachtet wird. Und das hat eben damit zu tun, dass viele Menschen ihren Wohlstand damit verdient haben, auch für ihre Familien, auch für ihre Kinder. Ja, also man kann das verstehen, dass da ein Schutzbedürfnis besteht und die Angst, den Wohlstand zu verlieren. Aber auf der anderen Seite müsste man eben die Art der Bezahlung von den reinen Marktumsätzen trennen in diesem Zusammenhang. Denn wirklich für die gesamte Menschheit segensreich kann Wissenschaft und Forschung meiner Meinung nach nur wirken, wenn sie ergebnisoffen ist. Und genau das ist sie heute nicht. Ja, denn alle industrielle Forschung und auch alle staatliche Forschung hat immer ein Ziel. Ja, da werden meistens Gutachter bestellt oder es wird etwas
entwickelt, damit ein bestimmtes Produkt effizienter ist oder energiesparsamer oder was auch immer. Man hat immer eine Vorgabe. Und in vielen Fällen auch die Lebensdauer zu verkürzen, nicht? Also diese Planned Obsoleszenz. Auch das sind oft Vorgaben aus der Wirtschaft. Also ich hätte gerne hier noch einen zusätzlichen Komplexitätsfaktor hinzugenommen. Ja. Habe ich vorhin erklärt. Und meiner Meinung nach geht es nicht hauptsächlich um Geld, sondern um Macht und um, wie ich vorhin gesagt habe, der Mensch, der will zwei Dinge. Der will Aufmerksamkeit und der will Anerkennung. Und die tönen zwar sehr ähnlich, aber das sind verschiedene Wörter. Und ich will jetzt eigentlich nicht groß darauf eingehen, aber gerade Menschen, die in solchen Positionen sind, wenn sie in Überfluss sind und so weiter, dann wollen sie trotzdem an der Macht bleiben. Ja. Sagen wir, zwei sind gleich reich, sage ich jetzt mal, dann will der andere berühmter sein als der andere. Der will mehr Anerkennung. Anerkennung ist, wenn man Lob kriegt und so weiter. Und du kannst nicht zwei gleich loben, sondern du wirst immer einen mehr loben. Und wir kennen diese Geschichte schon mit Kain und Abel. Die erste, nein, oder vielleicht die zweite Sünde, keine Ahnung. Ich sehe hier, weiß nicht, ob es einen Zirkelschluss irgendwo gibt in unserem Dasein, wo wir sowieso dazu verdammt sind, die ganze Zeit unsere Sünden zu begehen oder diese zumindest erkennen und uns da vielleicht zu erhöhen und es leicht zu nehmen, was man ja in vielen Kultivierungsschulen und so weiter beibringt oder zumindest das Ziel ist, wenn man es im Buddhismus und so weiter betrachtet. Deshalb finde ich das sicherlich erwähnenswert und könnte man vielleicht mal anschauen. Ich kenne zum Beispiel keine Systeme in der westlichen Kultur, wo es darum geht, sich jetzt irgendwie moralisch zu erhöhen. Das heißt immer nur die goldene Regel, tu den anderen nicht das, was du dir nicht selber wünschst und so weiter, aber nicht, dass es quasi jetzt noch besser geht, zumindest was den Charakter anbelangt. Da lässt sich mich gerne von etwas Besserem belehren. Aber das ist nicht das, das ist nicht der Tenor, sondern der Tenor in der Welt, der geht eigentlich in die andere Richtung. Und vielleicht ist es gewollt, so dass wir die ganze Zeit einen Kontrast vor uns sehen und uns eben schleifen lassen. Weil wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre, wo wäre dann das Konfliktpotenzial? Wo würden wir uns reiben können? Weißt du, Melik, da möchte ich schon auch für die westliche Kultur ein bisschen eintreten. Es hat diese Vorgaben und diese Vorstellungen früher durchaus gegeben. Und zwar waren das die Moralvorstellungen und die Lebensregeln zum Beispiel des Ritterstands. Mhm. Ja, ein Ritter, der musste edel sein, der musste die Schwachen verteidigen, ja, sein Leben einsetzen für bestimmte höhere Werte. Allerdings mit dem Verschwinden dieses Ritterstands in der Gesellschaft sind dann auch diese Werte zunehmend verloren gegangen. Jetzt kann man sagen, okay, die jetzt früher die Tempelritter waren und so, die haben sich von den Organisationen her weiterentwickelt und das wurden dann die Freimaurer und die Logen. Aha. Und auch ein Weg eines Maurers, ja, ist quasi den Stein zu bearbeiten, der er selber ist. Aha. Und diese maurerische Arbeit, das kann man schon auch als eine bestimmte Perspektive einer Kultivierung sehen. Aha. Frage ist nur, wie viele, die heute in solchen Organisationen Mitglieder sind, sehen das noch so und wie arbeiten die wirklich an sich? Nämlich bewusst auch an ihren Gewohnheiten und Überzeugungen. Aha. Denn wie die meisten ursprünglich guten Organisationen mit hehren Zielen, wurden die am Ende des Tages alle ökonomisch unterwandert, sage ich jetzt einmal. Ja, alles wurde kommerzialisiert und der finanzielle Gewinn ist dann zum Götzen geworden. Ein Götzendienst an den Bilanzgrößen, an den Bilanzzahlen. Zudem ist vor allem die westliche Kultur in den letzten 200 Jahren immer stärker verkommen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass mit der Französischen Revolution beginnend das Bürgertum den Adel verdrängt hat. Also es gibt ja verschiedene Sichtweisen auch dieses Adels. Ja, also auf der einen Seite natürlich in Russland und auch in Frankreich und in anderen Ländern verbunden mit Sklaverei und Ausbeutung. Ja, also ganz, ganz schrecklich und schlimm.
Da kann man eigentlich als freiheitsliebender Humanist nur dagegen sein und muss froh sein, wenn ein solches System dann verschwindet. Aber auf der anderen Seite kann man im Adelsstand auch so etwas wie eine Meritokratie sehen. Ja, das heißt, dass ich nur dadurch, dass ich für die Gemeinschaft besondere Leistungen erbringe, für mich und meine Familie dann auch diesen Status erworben habe. Ja, und wenn du dir anschaust, wie und warum bestimmte Ahnen in einzelnen Familien in den Ritterstand erhoben wurden, dann war das auch so. Ja, teilweise war das, weil sie irgendeinem Adeligen in einer Schlacht das Leben gerettet haben. Genau. Ja, und dann hat man gesagt, okay, jetzt denken wir uns da schnell einen Namen aus und dann ist das der Ritter von sowieso. Ja. Verstehe ich sehr gut. Ich finde es gerade spannend, dass du sagst, die letzten 200 Jahre, weil ja. Das war dann so, wie ich es aus Wie der Teufel die Welt beherrscht, der exzellenten Buchreihe, die erklärt gerade die letzten 250 Jahren, dass der Evolutionstheorie Darwins, dass dann daraus quasi der Kommunismus entstanden ist, beziehungsweise die Steilvorlage für Karl Marx, Lenin, Stalin und so weiter geliefert hat. Und dann ist die Kulturrevolution ins Laufen gekommen, sei es in Russland, sei es in Frankreich, dann in China. Ich denke, wir erleben es jetzt gleich auf eine Art, eine besondere Art und Weise. Sie wird zwar nicht so genannt, weil... Ich möchte nur, weil du gesagt hast, Kommunismus, Marx und Darwin, was mir schon in der Schule aufgefallen ist, ist, dass der Marxismus, aber das machen wahrscheinlich die meisten Ideologien, eine sehr verkürzte Sichtweise auf die menschliche Entwicklung darstellt. Der historische Materialismus, der Histomat, betrachtet die ganze menschliche Entwicklung immer nur aus der Perspektive eines Klassenkampfs. Da gibt es also die besitzende und die besitzlose Klasse und die stehen ewig im Kampf miteinander. Nicht? Und abwechselnd gewinnt mal die eine und die andere die Oberhand. Und auf der geistigen Ebene mit dem Diamat, also mit dem dialogischen Materialismus, gehen sie von dem Denkmodell aus, These und Antithese, erfolgt über die Synthese eine neue These, solange bis sich zu dieser neuen These wieder eine Antithese herausbildet. Also du hast in beiden Fällen auf der gesellschaftlichen Ebene wie auch auf der geistigen Ebene nicht ein Konsensmodell, nicht das Modell, dass du sagst, Unterschiede kann man zusammenführen, um sich wechselseitig in der Symbiose zu bereichern. Und da kann natürlich wieder etwas Neues entstehen, das passiert ja in jedem Moment, ja. Sondern das muss immer aus einer Kampfperspektive erfolgen. Und ich denke, diese Kampfperspektive, das hat schon sehr viel mit unserem Nullsummenspiel als Grundlage des ökonomischen Denkens zu tun, denn das Überleben des Stärkeren, das war ja eine Idee, die Darwin jetzt gar nicht so sehr in der Natur beobachtet hat, sondern in der Ökonomie. Ja, da hat der Survival of the Fittest eigentlich von den Ökonomen übernommen in die Evolutionstheorie als Biologe. Und von dort haben es dann die Ökonomen in ihrer Wissenschaft wieder gerechtfertigt. Wobei man natürlich wissen muss, dass die ersten Grundüberlegungen dazu von seinem Großvater kamen, nämlich dem Erasmus Darwin. Ja. Sind wir bei den Begrifflichkeiten der Wissenschaft und so weiter? Ja, die meiner Meinung nach sinnvolle Interpretation wäre, neues Wissen zu erschaffen. Und das geht natürlich nur bei einer ergebnisoffenen Forschung. In dem Moment, wo deine Auftragsforschung zulässt oder vielleicht sogar ausschließlich betreibst, bist du ein Instrument der Ökonomie und der Gewinnwirtschaft. Ja, ohne das jetzt moralisch irgendwie werten zu wollen. Aber du bist dann nicht mehr ergebnisoffen. Du kannst dann nicht mehr plötzlich eine Idee haben, die etwas in Frage stellt, das heute am Markt erfolgreich ist. Das geht dann nicht mehr. Das haben wir sehr, sehr schön bei Nikola Tesla gesehen, aber das erleben wir jeden Tag. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass es Motoren gibt, die mit Wasser laufen. Mhm. Ja, oder früher hat es das sogar gegeben mit Pressluft. Ja. Kann man jetzt immer noch diskutieren darüber, ob das jetzt effizient ist und ob sich das rechnen würde auf lange Sicht. Aber das ist immer wieder nur eine Frage der kleinen schrittweisen Verbesserung. Und natürlich dann der Economies of Scale, ob ich das dann in der Masse herstellen kann oder nicht. Mhm. Aber da befinden wir uns dann schon wieder in diesem ökonomischen Gewinn- und Marktkontext,
der zunächst einmal für eine wissenschaftliche Innovation gar nicht bedeutsam sein dürfte. Wenn ich eine Entdeckung mache, eine wissenschaftliche Entdeckung, dann geht es einmal wirklich nur um die Sache selbst. Wenn das Ergebnis dann aber ist, dass die Menschen in kleinen Gemeinschaften nachhaltig und unabhängig, also wirklich autark leben können, als Selbstversorger auf allen Ebenen, bei Energie, bei Wasser, bei Lebensmitteln, bei Kleidung, bei Gütern des täglichen Bedarfs, dann wird es natürlich gefährlich, weil ganz plötzlich kann die Politik sie nicht mehr steuern. Denn wie gesagt, in unserem heutigen Geldsystem erfolgt die monetäre Steuerung immer nur durch Erpressung der Basis der Pyramide und Bestechung der Spitze der Pyramide. In beiden Fällen ist die Voraussetzung, dass du vom Geld abhängig bist und damit vom Mangel, damit du erpresst bzw. bestochen werden kannst. Ich sehe, wir machen noch eine zweite Runde. Worauf ich mich schon jetzt sehr freue. Ja, genau, da gibt es noch vieles zu sagen. Ich freue mich auch drauf. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao, Millie.